Ich sage, aber auch gut, dass ich dich überhaupt treffe. Ich sage, du kannst mir gefallen tun. Ich sage, kauf ich schön Kranz, um 6 treffen uns am Friedhof. Ich komme hin, steht der da, großes weißes Paket. So, was ein Kranz? Na, der Kranz gab's keinen mehr, hab Streuselkuchen gebracht. Karl Marxstadt hast du nur Aufregung, glaubst du das? Ich habe mich um meinen Freund Paul getroffen. Nachts um 3 kommt er angewetzt. So, wo willst du denn hin? So, ich muss zum Vortrag. So, zum Vortrag? So, nachts um 3 hält doch keiner mehr einen Vortrag. So, da kennst du meine Frau aber schlecht. Aber, die hat aber eine nette Frau. Wo sie kennengelernt hat, hat sie gerade gesungen, eine feste Burg ist unser Gott. So, die ist aber heilig. Oder die kocht Eier, nach dem dritten Vers sind sie gut. Aber zum Autorennen, nie wieder. Kinder, Autorennen, hier, Holstein, Erbsal. Wir stehen am Start, die Autos alle da, einer hebt die Pistole, bang. Schuss geht los, die sausen ab, sagt das dem Luther. Ich glaube nicht, dass die Kugeln noch kriechen werden. Und dann kam die angedonnert. Erst kam Obel, der obelt um die Ecke. Dann kam Buig, der buigt um die Ecke. Dann kam Fock, der. Und der fuhr auch ganz schön schnell. Der fuhr eigentlich bald zu schnell. Weißt du? Weil da war so eine kleine Henne, die saust über die Fahrbahn, weißt du, und der alte Eimer bruch über die Henne weg. Ich hab gedacht, jetzt ist die hinüber. Kaum war der Trieber weg, steht auf, schüttelt sich und sagt, Gott sei Dank, endlich mal richtig Hahn. Was machen wir denn überhaupt? Wir machen jetzt Sandwich. Wir machen Sandwich. Ja, eine Sandwich. Da brauchen wir erstmal heißes Wasser. Für Sandwich brauchen wir doch kein heißes Wasser. Was machen wir, Sandwich? Ja, natürlich Sandwich, da brauchen wir doch kein heißes Wasser. Knirscht das nicht recht? Ja, das knirscht doch nicht. Ja, wo nehmen wir überhaupt den Sand her für die Sandwich? Aber in Sandwich kommt doch kein Sand. Was denn, in Sandwich kommt kein Sand? Aber nein. Ja, Keniskuchen ist auch kein Kenis, ne? Also, wir nehmen erstmal heißes Wasser. Wir nehmen, nein, kein Warum heißes Wasser. Warum nicht? Wir nehmen immer erstmal heißes Wasser. Sie nehmen sich jetzt das Messer und schneiden eine Zwiebel feinwürflich, eine halbe Zwiebel feinwürflich. Mit dem Ding? Ja, mit dem Messer, natürlich. Das eignet sich aus. Weißt du das genau, dass das für die Zwiebel ist? Das ist für eine Zwiebel zum Schneiden. Das ist für die Zwiebel? Ja, das ist für die Zwiebel. Meine Fresse, so eine Kie. Das Messer, das erinnert mich an die letzte Rede von unserem BGL. Wieso? War die etwas so scharf? Nee, die war nicht so scharf, die war so lang und so breit, Mensch. Herr Oberchen. Ist denn hier kein Ober in dem Laden? Wie lange soll ich denn hier noch herumsitzen? Ich muss ja sehen, dass ich weiterkomme, nicht? Ich muss ja auch ein bisschen kommen. Ich bin ja hier. Aber es muss helfen. Das ist deine richtige Donnerverschöpfung. Na. Du bist sowas von mich angelatscht. Ich bin ja da, nicht? So ein aufgerechtes Hemd. Moment. Sind Sie da oben hier? Hast du gedacht, wie Straßenbahn schaffen oder was? Was ist denn du mit der Fresserei? Wie lange du was Unfreundliches. Sie sehen ja gar nicht aus wie ein Ober. Ich sehe nicht aus wie ein Ober? Nein. Ja. Ich hatte keine Zeit, mich voll zu kleckern. Ja. Wenn ich sage, spiele Ober, spiele ich Ober. Ich sitze hier rum. Sind Sie denn bloß allein hier? Wir waren ja zwei. Ach, wo ist der andere? Anderen haben wir ausgefeiert. Warum denn? Na, der hatte Schüttelfrost, der hat die ganze Brille verschwemmert. Durch den Schüttelfrost hat er alles drüber weggefeuert. Ja. Wenn der Nudeln gebracht hat, hat die Leute angeputzt wie Weihnachtsbogen. Ja. Eben hat er Spinat gebracht. Klack, 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 klack. Hast du gedacht, 30 Kies in den Galopp durch? Das ist die Schüttelfrost. Ja, das Sie ist ja gut. Kann denn der Mann jetzt gar nichts mehr machen? Jetzt ist er auf dem Bau, jetzt muss er Sand ziehen. Ne? Was ist denn du? Interessiert keinen Menschen, ich will bitte? Was essen. Bitte, nehmen wir Nudeln oder nehmen wir Hering oder dann haben wir hier Herz, Nierchen. Nein, Herz nicht gerade. Herz, Sie sauer. Sehr schön. Das Herz ist ja so ein wabbeliges Zeug. Dann machen wir eine Mehlspitze dran. Mehlspitze. Dann machen wir immer eine Mehlspitze. Ich mag Herz nicht essen. Das Herz ist eine Pumpe, die den ganzen Tag das Blut durch den Körper pumpt, bei dem Gedanken. Das Herz pumpt? Ja, die Funktion einer Pumpe, nicht? Hier geht's drin? Ja, das pumpt, nicht? Das sehe ich gar nicht mehr, Herz. Man sagt jetzt Pumpe. Da werden auch die Schlagersänger gucken, wenn sie singen müssen. Dein ist meine ganze Pumpe. Das hätte sie nicht mehr Herz gehen.
Wenn es Herz ist, ist es Herz. Da kann ich nicht singen. Ich habe meine Bumpe in Heidelberg verloren. Das kann doch nicht. Wenn es Herz ist, ist es Herz. Singt ja kein Mensch, ne? Der macht mich voll. Na bitte. Hörst du das? Nehmen wir was das anderes, ne? Wo ist schon die Herz? Nehmen wir was anderes. Wir haben noch mehr. Gut, Moment. Nehmen wir hier. Verlorene Eier. Die werden so klein sein, dass man sie suchen muss. Ja. Mit den hier oben schon. Nee, das nehmen wir. Oder das. Nee, hier, guck, das nehmen wir. Wir nehmen ja nicht das oder das. Ich esse ja das, was ich essen will. Bei uns wird gefressen, was weg muss. Erlaubt mal. Was ist das? Das ist ja eine Art und Weise. Das Huhn steht schon 14 da auf der Karte. Na, warum denn? Das Luder lässt sich nicht fangen. Ja. Also man kann nicht da hinter der Henne herfeuern. Also, wenn man schon mal in einer Gaststätte was essen will. Ist doch zu Hause, du Pinsel, habt ihr keinen Löffel, was? Also das ist ja eine ist Bedienung. So ich bin ja so langsam am Ende meines Verstandes. Das war kein langer Weg. Ich bin satt. Satt bin ich bis oben ran. Satt bist du? Krieg ich 5,40 Mark. Ja, auch noch. Komm, du bringst ihm wenigstens was zu trinken, dass ihr was. Weiß ich noch was zu trinken. Na, also muss ja die Trocken runterrammeln. Wir nehmen Milch. Milch beruhigt. Ich will nicht beruhigt werden, ich bin kein Baby. Bringen Sie was richtig. Aber die Kuh hat ein sehr flottes Euter. Nehmen wir Naturwein. Ein schönen Naturwein. Ja. Nehmen wir. Echten, ja? Echt, den kannst du ja künstlich gar nicht so sauer herstellen. Oder ein Pilsner. Wir nehmen ein Pilsner. Ein Pilsner! Alle nehmen ein Pilsner. Nein, Pilsner, ich sehe, das ist ein paar Fänge teurer als ihr helles und schmeckt noch mieser. So gar nicht möglich, kommt der Pilsner aus demselben Fasse. Nur Stänker. Alkohol ist gar nicht gut. Das will ich ja nicht wissen. Gestern waren hier zwei so besoffen, denn ihren Kopf habe ich bloß noch ganz verschwommen gesehen. Und das Schönste? In ihrer Besoffenheit, da haben sie dann geblägt. Ja. Willst du mal das sagen? Dann. Ah, ja. Was? Da haben sie was gesagt. War denn? Sie werden es gesagt haben, weil sie blau waren, sonst hätten sie ja gar nicht getraut zu sagen. Nee. Und da haben sie gesagt. Naja, den Recht haben sie ja. Du kannst ja nicht auf einmal so ein Ding losfeuern, bloß weil du einen in der Krone hast. Und da haben sie beide geplagt. Ja, was haben sie denn gesagt? Weißt du, was die gesagt haben? Ja, ich weiß es ja nicht. Da haben sie gesagt. Das hältst du ja nicht von mir. Nein. Weißt du, was sie gesagt haben? Nein. Da haben die gesagt. Ach, warte mal, warte mal. Weiße blau waren, sonst hätte ich ja gar nicht getraut zu sagen. Zum Donnerwetter, was haben Sie denn gesagt? Was soll ich denn gesagt haben? Prost, haben Sie gesagt. Warum? Das ist ja, meine Frau, das ist ja ein kleines Kissenwunder, ist das ja. Ist auch. Also wirklich eine sehr, sehr die nette Frau. Scherde. Ja. Ach, das ist so klein. Kleinigkeit größer als was ich aber ein bisschen später, was? Ach, die passen gut zusammen. Was ist denn? Kleinigkeit größer, die ist ja zweimal so groß wie ich. Zweimal so groß ist sie. Nein. Gestern wollte ich schon einen Kuss geben, hab sie das Knie gebissen. Ja. Ich habe mir gesagt, die Großen müssen auch vermehrt werden. Na ja, stehen auch bloß rum, ne? Haben Sie recht. Ja, aber ich hatte eine dufte Hochzeit. Ja, haben Sie? Ach, unser Nachbar hat Ihnen sogar so einen kleinen Goldfisch geschenkt. Ach, haben Sie jetzt ein Aquarium zu haben? Nee, der eiert in der Badewanne rum. Was? Der saust durch die Badewanne. Wenn Ihre Frau mal baden will. Tun wir den Luder den Ofen verbinden. Und Hochzeitsreise, wo waren Sie? Hochzeitsreise hatten wir hier auch. Hier im Gebirge? Nee, wir waren mit Flugzeug, waren hier in Wald, hier in Quanna oder Banna, wie das heißt, da hier hinten. Banna bei Leipzig. Ach. Wo waren Sie? Quanna oder wieder hier hinten an der großen Brie. Ach. Hinten an den Dimpel. Schwarzen Meer, meinen ja. Sie, in Varna. Da waren wir. Ja, ja. Da waren wir. Ach, schön. 40 Grad im Schatten, immer blauer Himmel. Immer blau, ja, immer. Nein, blau. Nein, der Himmel. Ja, der Himmel auch.
Ist ja auch wenig Regen dort. Ja, ja, und trocken. Trocken ist da? Nur wenig Regen. Ach so, ja, ja. Ist trocken. Das ist ja so trocken. Da ist ja trocken. Ja, 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 ja. Wusste ich gar nicht. Das ist so trocken, das sozusagen trocken ist. Ne? Ja, so trocken ist das. Da ist ja so trocken, da laufen ja die Bäume und Hunden nach. Machen wir zu trocken. Das sei eine Giraffe. Ja, wieso denn das ist ja das Schönste, was es gibt. Ja, eine Giraffe. Wieso? Gibt ja überhaupt nichts Besseres. Na, warum? Stell dir mal vor, ein doppelter Cognac und dann der Hals. Oh. Ja. Das ist schön, ja. Aber Eberhard, ich dachte weniger an ein Tier als mehr an einen Beruf. Ach so, was richtig schön. Ja, Oh, der Kommandeur von der Reserve 2. Du. Oh. Die Brüder, der dich ja zusammendonnert. So, Eberhard, das müssen solche Kerle sein, nicht solche kleinen Grieben hier. Ja, die Kleinen müssen ja auch vermehrt werden. Ja, na gut. Ich übe ja schon da und was übst du? Kommandieren. Ich habe ja meine Kompanie, habe ich ja immer mit hier. Da hatte ich vorhin meine Fettbäm drin. Das ist meine Kommandie. Wenn ich kommandiere, dann mache ich das heute. So, bitte. Geh mal bitte zurück. Ja, bitte, bitte. Kompanie, Stadt, Rech, Abteilung, Marsch. Meine Frau schmeißt die andere Hälfte. Ne, wir haben das Gleiche ausgemacht. Ich habe gesagt, die großen Sachen in unserer Ehe, die entscheide ich. Richtig. Und die kleinen Sachen, die entscheidest du. Stopp. Ah, herrlich. 10 Jahre sind wir verheiratet. Wir hatten bis jetzt nur kleine Sachen. Na und mal was Kleines und sowas ist. Und da bin ich ja Spezialist. Ja. Kinderpflege bin ich ja Arsch auf der Geige. Der Kleine, der kommt den ganzen Tag auf den Top. Wenn er mal muss, nehme ich ihn runter. Sie haben eine Ahnung von Kinderpflege. Möchten Sie einmal Windeln waschen sehen? Nur einmal. Windeln waschen? Wer wäscht denn heute noch Windeln? Kein Mensch wäscht. Wer wäscht denn heute noch Windeln, oder was? Der Kleine kriegt Trockenmilch, hinterher wird er abgestiebt. Freundschaft. Oh, nicht? Sagen Sie das nicht. Ich hatte vorige Woche von meiner Frau auf Eilchen. Hatte nichts mit Freundschaft zu tun. Och, Eberhard, Sie tun mir leid. Ihre Frau ist aber wirklich sehr streng. Oh, ich hab sehr strenge. Wenn ich mal was zu essen haben will, muss ich immer erst eine Sechse würfeln. Aber ich habe gedacht, ich bei Ihnen hätte ich bestimmt besser. Ich gebe Ihnen die Blumen. Sie, nein. Warum denn nicht? Ich schenke Ihnen. Kommt ihr damit in die Kantine? Eberhard, was denken Sie denn von mir? Ich bin doch ein anständiges Mädchen. Och, das sagen Sie alle. Ein Pläder, Heidi. Hat er das Ding auch wieder versaut? Glaubst du das? Glaubst du, die Woche geht aber auch alles verdreht? Fing schon gestern früh an. Geh ich in Konsum, kauf mir einen Fächer, wedle immer, brich mir der Stiel ab. Ich zerrück ich eine Hose mal voll in Konsum. Ich kaufe mir bei Ihnen Fächer, hab einmal gewedet und schon kaputt. So, wie haben Sie das gemacht? So, das so? Ja, sagte, das können Sie mit unseren Fächern nicht machen. Müssen Sie stillhalten, mit dem Kopf wackeln. So, meine Fresse. So haben Sie wenigstens nichts anderes, was Hübsches. Oh, ich dachte, wir haben was da, ein Pullover, 6 Mark, aber reine Wolle. So, reine Wolle? So, da hängt der Zettel dran, Zellwolle. So, den haben wir bloß dran gemacht, um die Motten abzuschrecken. Ich glaube, die heißt nur Hudelei. Dann saus ich aus der Tier raus, hätte ich bald eine alte Frau umgeschmissen. Die hatte gerade ihre Winterkartoffeln geholt auf dem Kreuz. 2 Zentner. So, Mutter, wo bist du denn mit den Sacken hin? So, der muss im 4. Stock. So, mach ich's. Bin ich der richtige Mann dazu. Hau mich, ich dummes Lob. Hau mir den Sack aufs Kreuz. Das war gleich breit. 2 Stunden habe ich gerammelt, ehe ich den Oma hatte. War vollkommen fertig. Sag die danke. So, was? Ach, sagt sie, rauchen Sie? So, ja, gerne. So, das hab ich mir gedacht. Sie haben so gekeucht.